Jo Leute, 1, 2, 3 Test. Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf die. Ich teste auch die Audioqualität. Boah, Alter, die Lags hier sind trotzdem noch extrem. Alter, uff. Test, Test. Hallo? Hallo? Bin ich laut genug? Hallo? Hallo? So, 1, 2, 3 Test. Test, Test. Bin ich zu laut? Ich teste hier heute gerade ein bisschen mein Zeug. Lang ist es her. Lang haben wir uns nicht mehr gehört. Lang haben wir uns nicht mehr gesprochen. Und in den letzten Tagen ist so verdammt viel passiert. Also erstmal, ich spiele gerade auf einem neuen PC, in Anführungszeichen, weil es ist kein neuer PC, es ist einfach nur eine neue SSD, also eine neue Hauptfestplatte, wo Windows im Prinzip drauf gespielt ist. Trotzdem muss ich alle neuen Programme installieren. Hab dann noch den PC im Prinzip einmal ein bisschen umgebaut, dass er ein bisschen leiser wird, weil, wie man hört ihn noch ein bisschen, aber er ist wesentlich leiser als vorher, weil ich einen Lüfter falsch verbaut hatte. Lul. Leistungsprobleme habe ich keine mehr. Ich musste komplett OBS, komplett Minecraft, alle kompletten Games, Adobe Photoshop, Premiere Pro, alles drum und dran neu installieren. Komplett neu installieren. Hat mich auch einen kompletten Tag gekostet, weil mein Internet auch nicht das Beste war. Und dann ist letzten Endes noch mein WLAN-Stick kaputt gegangen. Ich habe so einen kleinen Stick an meinem PC, der im Prinzip mir das WLAN ermöglicht, weil ich kein LAN-Kabel habe. Und, der ist kaputt gegangen. Habe ich mir einen neuen bestellt. Ich meine, hätte ja nicht noch beschissener kommen können. Aber nach viel zu vielen Stunden Arbeit, viel zu vielen Stunden PC zusammenbauen, Programme neu installieren, allem drum und dran, geht es jetzt, wie ihr seht. Klar, große Leistungsveränderungen spüre ich jetzt nicht. Ist ja schon vorher klar gewesen, wir haben jetzt keine neue Grafikkarte eingebaut oder so. Aber wie ihr gerade gesehen habt, haben wir zwei ziemliche Probleme. Denn wir haben zwei Stellen im Projekt, die echt fucking schlimm sind, Digga. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ihr merkt es nämlich jetzt wahrscheinlich schon. Holy shit. Bruder, ich kann hier in Aufnahmen nicht rumlaufen mit 30, 40 FPS. Alter, das ist, ich habe mir das im Video angeguckt, das sieht absolut scheiße aus. Und da hoffe ich jetzt mal, dass vor allem an den Stellen, wo wir so wenig FPS haben, das besser wird, wenn wir dort halt die Villager weggebracht haben und bei der anderen Stelle da hinten bei der Villager Breeder im Prinzip die Villager getötet haben. Außerdem, Leute, hatte ich meine zweite Praxisstunde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ihr habt gar nichts von der ersten Praxisstunde gehört. Erste Praxisstunde war im Prinzip Motorrad draufsetzen, anmachen, losfahren, stop and go, also stoppen, halten, erste Gänge schalten und so. War mega kompliziert, absolut unangenehm. Ich habe 30 Mal das Motorrad am Anfang abgewürgt, weil ich nicht mit dieser Scheißkupplung klargekommen bin. Und jetzt hatte ich meine zweite Stunde und da ging es dann in den öffentlichen Straßenverkehr. Öffentlicher Straßenverkehr, Digga, was soll ich dazu sagen? Mein Fahrlehrer hat scheinbar sehr viel Vertrauen in mich und hat mich direkt in den öffentlichen Straßenverkehr geschickt. Dann bin ich erstmal fucking mit 70 km/h auf dem Motorrad im dritten Gang, mit 70 km/h im dritten Gang übrigens, bester Move von mir, über die B1 gebrettert. Vielleicht wissen es manche von euch nicht, aber B1 ist somit eine sehr, sehr stark befahrene Straße. Eine sehr stark befahrene Straße. Und da musste ich auch über eine Kreuzung, Digga. Fahranfänger. War noch nie über einer normalen Kreuzung. Fährt erstmal an der Ampel an der B1 über eine Kreuzung. Dreispurige Fahrbahn. Stand vorne an der Ampel, ganz vorne natürlich, ich hätte nicht irgendwie hinter Auto stehen können oder so, nein, ich stand ganz vorne an der Ampel. Wisst ihr, was passiert? Ich komplett nervös, weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich würg erstmal 20 Autos hinter mir, die Maschine ab, vor mir, Maschine erstmal abgewürgt, der Fahrlehrer brüllt mir nur ins Ohr, dass ich jetzt losfahren musste. Ja, ich komplett gestresst, weiß nicht, was ich tun soll. Fahr dann einfach los, hätte fast einen Unfall gebaut, aber hab überlebt. Alles gut, Mann. Jeder fängt mal klein an. Ja, eigentlich bin ich, glaube ich, jetzt nicht der beste Fahrschüler, auch nicht der schlechteste. Ich würde mich so einordnen als, ja, Mittelding, Digga. Also, ich krieg's noch nicht so ganz geschissen mit der Kupplung. Beziehungsweise lässt du die Kupplung einfach zu schnell los beim Anfang? Fügst du die Maschine ab? Es ist absolute Scheiße. Glaubt mir, für alle, die vielleicht in 125er-Schein in Zukunft machen oder jetzt gerade machen, ihr seid nicht die Einzigen, die ständig das Motorrad abwürgen. Es ist absolut normal. Das lernt man mit der Zeit. Ich glaube da auch selber an mich. Aber es ist echt fucking kompliziert, Digga. Und ich habe echt Angst vor der nächsten Fahrstunde. Ja, sonst habe ich meinen PC noch umgebaut. Habe wieder nach fleißig Ausbildungsplätzen gesucht. Alter, ich erzähle hier immer am Anfang der Folge so viel. Es ist immer wieder unfassbar. Habe tatsächlich zwei sehr vielversprechende Vorstellungsgespräche. Nächste Woche, Montag und Donnerstag, sind die Vorstellungsgespräche. Dienstag habe ich meine Praxisstunde. Wird hoffentlich alles gut. Ich glaube da an mich. Ich schicke trotzdem weiterhin Bewerbungen raus. Ich mache das jetzt so lange, bis ich meinen Arbeitsvertrag unterschreibe. Habe, so lange bewerbe ich mich jetzt überall. Ich will da wirklich 100%ig safe gehen und dann hoffen wir mal, dass das alles gut funktioniert. So, um jetzt mal zum Ingame-Teil zu kommen. Ihr werdet zum Titel gelesen haben. Heute wird spannend. Wir werden heute 10 Wither. 10 Wither mit einmal klatschen. Ich werde mir jetzt gleich Tränke brauen, werde mich richtig vorbereiten, werde die richtige Rüstung nehmen, werde mir Pfeil und Bogen machen, wahrscheinlich eine Armbrust. Da werde ich richtig mich komplett equippen mit Goldäpfeln, mit allem, was man sich vorstellen kann für diesen Fight. Und dann werden wir heute 10
fucking Wither mit einmal beschwören. Und dann hoffen wir mal, dass ich gegen 10 Wither überhaupt eine Chance habe. Wird spannend, ich würde sagen, ich hole mir jetzt den Stuff, ich equip mich jetzt komplett, ich hole direkt auch die Wither-Shield aus unserer Wither-Skeletten-Farm, werde direkt den Soul Sand dran schaffen und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder. So Leute, ich glaube, es kann losgehen. Ich bin bereit, wir haben alle Tränke, wirklich alles. Heilung, Stärke, Feuerschutz, Schnelligkeit, 60 goldene Äpfel, haben hier die ganzen Wither-Beschwörungssachen, alles. Puh. Ich muss wirklich gestehen, Alter, ich bin echt, gerade echt, mein Herz schlägt schon ein Stück schneller, Digga. Ich habe noch nie in meinem Leben gegen 10 Wither gekämpft. Ich glaube, gegen 3 hatte ich schon mal alles geschafft. Aber 10? 10? Bruder, 10 sind eine fucking Hausnummer. Allein es zu schaffen, dass sie sich alle auf mich fokussieren, wird krank. Ich sehe schon kommen, wie das komplett im Desaster endet und die 10 Wither durch den Nether jagen und ich einfach nur dastehe und mir frage, fuck, was habe ich hier eigentlich gemacht? Uns fehlen die Enderperlen. Okay, wir rennen nochmal zurück. Wir gehen kurz ins End und holen nochmal Enderperlen. 10 Stück. Ich komme gerade selber nicht drauf klar, was ich hier eigentlich gerade machen will. Mein Bauch zittert so. Kann man das verstehen? Das verursacht gerade in mir richtig kranke Aufregung. Ich weiß auch gar nicht, kriege ich es überhaupt hin, die alle auf einmal zu spawnen? Kurzer Plan. Ich nehme mir vorher jetzt Stärke, Schnelligkeit, alles drum und dran. Nach circa einer Minute muss ich immer nachpotten. Ich hoffe, ich habe hier genug, aber theoretisch, guck mal, das sind 2, 4, lass es 8, 9 Minuten sein und das sollte auf jeden Fall reichen. Okay, es geht los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der eine ist los. 8, 9, 10. Okay, es geht los. Was? Wie viel hat der mir eine gerade abgezogen? Oh mein Gott, Hilfe. Okay, wir müssen uns erstmal auf einen fokussen. Immer gappen. Ich darf die anderen nicht verlieren. Ich darf nicht zu weit von den anderen weg. Okay, wir fokussieren uns erstmal auf die beiden da. Alter, Digga, die Herzenanzeige macht's echt nicht einfacher. Ich renne erstmal kurz. Alter, die stehen hier alle rum. Die kämpfen ja nicht mal. Was ist denn mit euch? Jungs. Oh mein Gott, ich fliege richtig hoch. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, meine Herzen sind so low. Komm her. Und der erste ist down. Der erste ist down. Okay, erstmal kurz weg. Alter, der bewegt sich so und kontrolliert so. Jetzt komm her. Ich muss gappen. Oh mein Gott, Alter. Das ist so insane. Aber bisher fightet nur der eine. Warum fighten die mich eigentlich nicht alle? What the fuck, so zweiter erlegt. So, Jungs, kommt mal her. 2 waren ja viel zu einfach, Leute. Hallo. Meine Rüstung ist fast broke. Okay, wenn meine Rüstung broke geht, müssen wir erstmal kurz hier weg. Weil ohne Rüstung kann ich nicht kämpfen. Junge, als ob die Rüstung fast broke ist. What the fuck? Der eine kommt auf Nahkampf, okay. Ich muss gappen. Stärke. Schnell. Und jetzt. Rauf da. Komm her. Der wehrt sich auch kaum. Oh, fuck. So. Nächster ist down. Der Niederstein. Warum ist der Niederstein hier? Okay. Oh nein, ich muss gappen. Okay, alles gut. Ja, guck mal. Hey, Junge. Also, no joke. Ich denke mal, Wither sind viel schwerer. Okay, 4. So, jetzt haben wir ganz kurz unsere Ruhe. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Stärke und Speed nochmal. Nachgeppen. So, dann um den Goldapfel. Und dann hole ich mir jetzt mal 3 ran und mach die, dass sie hier mal wegkommen. Junge, ihr sollt da nicht nur chillen, Leute. Ihr sollt zu mir kommen. Hallo. Ach du Scheiße, Mann. Digga, das ist so... Ich zitter so hart. Sieht man das vielleicht manchmal? Ich verschieße manchmal so auf die Pfeile, weil ich so daneben zitter wie der letzte Otto. Alter, ich muss aufpassen, dass meine Rüstung kaputt geht. Oh Scheiße, mein Helm ist fast broke. Das Problem ist, wenn ein Rüstungsteil fehlt, ist es schon so unfassbar schwieriger, das Ganze hier zu machen. So, komm her. Komm her. So, nächster. Okay, gappen. Oh, fuck, ich bin übel low. Nein, mein Helm ist kaputt. Und ich merk's direkt. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Ich will jetzt aber nicht nach Hause gehen wegen dem scheiß Helm. Wollt ihr nicht gerade Nahkampf kommen? Ja, jetzt kommt der Nahkampf. Okay, dann da mal los. Komm her. Oh mein Gott, ich bin so am Zittern. Fuck. Komm her. So. Jetzt. Ja, jetzt ist er gleich tot. Komm her. Los. Und sterb. Ja. Junge, ich hab keinen Helm mehr. Ach du Scheiße, wir sind richtig am Arsch. So, Jungs, euch zwei suche ich mir mal aus. Aber so ist es halt jetzt echt kein Meisterwerk mehr, so die Dinger zu legen.
Uff, kein Meisterwerk mehr, Digga, er fällt auf 4 Herzen. Scheiße, Mann, ich habe 3 Herzen. Was ist das? Healing. Ich muss echt durchgappen jetzt. Sobald der Gap weg ist, muss ich wieder anfangen. Sonst bin ich echt richtig am Arsch. Ja, schon wieder. Junge, meine Herzen fallen direkt runter. Und ich brauche Stärke, ich brauche Stärke. Sauf. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, was mache ich gerade, Junge? Wie lost? So, jetzt kommt her. Wer von dem wollte denn jetzt Nahkampf? Jetzt komm her. Hallo? Nein, 2 Herzen. 2 tot. Scheiße, wie los war das denn jetzt? Ich weiß null, wo die Koordinaten sind. Ich bin echt froh, dass ich mir den Shit gescreenshottet habe. Okay, Leute. Ich fliege jetzt einfach straight up in die Richtung und hoffe, dass ich irgendwie mein Stuff wiederfinde. Okay, Wither Nummer 1. Aber der greift mich nicht an, zum Glück. Okay, es muss irgendwo bei diesen Koordinaten hier sein. Irgendwo dort. Hier ist der Stuff. Okay. Einmal bitte nur durch. Einmal nur durch. Leute, ich will euch nichts Böses. Ihr wollt mir nichts Böses, ich wollt euch nichts Böses. Hi Jungs, was geht? Alles fit, ich bin gleich wieder weg. Ciao. Ciao, ich bin wieder weg. Muss kurz abhauen. Sorry Jungs, ich komme gleich wieder. Oh mein Gott, Alter, mein Stuff war ja komplett kaputt und im Arsch. Okay, er lässt gar nicht mit sich reden, er will direkt auf Nahkampf. Na komm her, Bruder. Ich habe echt keinen Bock jetzt nochmal zu sterben, du stirbst. Ich nicht nochmal, Junge. So. Nächster Wither erlegt. Die machen so einen Schaden ohne die Tränke. Holy shit. Und ich treffe auch keine Pfeile, Alter. Hallo. Es ist auch so schwer, die anzuaimen, Junge. Oh mein Gott, ich muss gappen. Oh mein Gott, warum werde ich so schnell low? Bro. So, okay, er kommt auf Nahkampf. Nochmal gappen. Ah, wenn ich mit Speed 2 um ihn rumrenne, vercheckt er es relativ. Okay. Der nächste Wither-Stern. Oder Nether-Stern. 8 Stück jetzt. Da vorne wartet der nächste. Ich fight die jetzt nur noch alleine, Alter. Ein 2er-Fight schaffe ich nicht mehr. Also wirklich 2 gegen mich jetzt. Das ist komplett broke mit meiner Rüstung und allem. Kannst du komplett knicken, wirklich. Okay, gappen. Und dann komm ran. Und jetzt kommt der Nahkampf. Ich gapp kurz nochmal. Und jetzt komm ran. So, ich habe keinen Speed 2 mehr drin, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Aber ich versuche trotzdem, um ihn rumzurennen, dass er mich relativ nicht checkt. Okay, Herzen sehen gut aus, Herzen sehen gut aus. Ja, und da haben wir den nächsten, glaube ich. Ja, check. 9. Jetzt fehlt nur noch der letzte. Wo bist du denn, mein Kleiner? Okay, er kommt nah ran. Goldaffirin, und jetzt komm her. So, dich töte ich auch noch, so wie deine anderen 9 Freunde, Alter. Hallo? Ja, moin, einfach die Hitbox erstmal komplett verämt. Schon wieder. So. Warte kurz, was? Was? War ich überhaupt low? Ich habe 0 auf die Herzen geachtet, weil ich dachte, ich klatsche den jetzt easy. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir bekommen den locker. Och nö. Jetzt muss ich nochmal dahin fliegen. Und rumrennen. So Leute, ich erspare euch dann mal die nächste 3/4 Stunde, in der ich absolut nur immer zu dem Wither geflogen bin und dem versucht habe, mit irgendwelchem Crap-Stuff zu klatschen, dem ich versucht habe, mein Stuff irgendwie zu retten. Denn tatsächlich ist in der nächsten 3/4 Stunde mein Stuff despawned. Mein Stuff war nicht mehr da, er war einfach weg, ich habe alles verloren. Nein. Nein. Koordinaten. Digga, ich raste aus. Ich raste aus. Was eine Scheißfolge. Was eine Scheiße. Und Maschallah, ich werde ihn so... Ich werde ihn vergewaltigen. Ja, aber Velation, gute Idee, Mann. Spawn doch am besten noch 20 Wither und versuch die zu klatschen und sterb bei Bett 220 mal, obwohl du die einfach in irgendeinen Bellrock-Kasten einbacken könntest und sie davon alleine sterben. Wo ist der Stuff? Wir sind an unserer Todesstelle. Kurz Tee, okay? Kurz Tee. Kurz Tee, kurz Tee. Kurz Tee. Nein. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Ich sterbe schon wieder. Nein, ich sterbe an der App. In der Pelle. Okay. Nein. 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 Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Ich will nicht. Ich will. Digga, ich fang gleich an zu heulen. Ich fang gleich an zu heulen. Ah. Und mein Bett ist blockiert. Geil, Digga. Echt. Nicer Abend. Trotzdem habe ich mich letzten Endes, trotz voller Verzweiflung, Traurigkeit, Armut und viel zu vielen Beleidigungen, die gegen dieses Vieh gefallen sind, aufgerappelt und hab mir nochmal guten Stuff gemacht und bin hingeflogen. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Irgendwo hier meine Scheißsachen finde, weil wenn nicht,
Wenn ich nur diesen scheiß Wither wie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Komm. Lass mich in Ruhe, Bruder. Lass mich in Ruhe. Mein Stuff in Ruhe. Ich will einfach nur mein Stuff. Ich geh wieder weg. Ich bin wieder weg. Ciao. Neuer Plan. Man soll ja nicht aufgeben. Ich save jetzt den wichtigen Stuff. Equip mich nochmal hart. Fliegt dann zu diesem Pisser da hinten, okay? Zu dieser Pissnelke, Alter. Und dann kriegt die nochmal so eine geklatscht von mir. Ich hol mir jetzt alle Goldäpfel, die ich irgendwie hab. Dann geht's hier nochmal richtig los, Alter. Jetzt ist das Spiel vorbei. Dieses Scheißvieh hat uns allen Stuff gekostet, den wir haben. Allen. Und hat uns bisher noch nichts gegeben. Außer zwei. Alter, Junge, diese Wither-Rosen, die gehen in Ehren auf, Alter. Diese Wither-Rosen, Junge, die sind echt... Jetzt ist vorbei. Speed, Stärke... Und jetzt komm her. Ey, Bruder. Es geht. So, dann komm mal her. Ja, was tust du jetzt? Was tust du jetzt, Junge? Jetzt bin ich mal in voller Version da. Jetzt siehst du mich mal ohne, dass ich gedownt bin, weil irgendwie mein Stuff fehlt oder so. Jetzt ist Ende. Jetzt, Junge, jetzt. Mit einem Schlag geht jetzt gleich all meine Wut aus meinem Körper. In dich hinein. In deinen Netherstern. Du kleines Vieh. Du kleiner Drecksack. Video sind, glaube ich, so viele Beleidigungen gefallen, wie ich in den letzten 150 Folgen nicht gesagt habe. Dafür, dass wir unseren ganzen Stuff verloren haben, viel zu viele Nerven hier reingesteckt haben, haben wir jetzt 10 Nether-Sterne, was echt, also was for real nichts ist. Wir werden definitiv in einer der kommenden Folgen, wahrscheinlich nicht nächste Folge, weil ich echt keinen Bock mehr habe, aber in irgendeiner der kommenden Folgen werden wir definitiv noch in dem Bedrock von dem End im Prinzip mehrere Wither buggen, beziehungsweise dann ein Wither buggen, töten. Ich spreche schon richtig undeutlich, weil ich so unfassbar müde und durstig bin, dass ich gar nicht richtig reden kann, aber... Ist auch scheißegal jetzt. Das Video ist, glaube ich, eh schon viel zu lang. Wir haben jetzt 10 Nether-Sterne und jetzt kann ich einfach hier den machen. Und da haben wir 10 Leuchtfeuer. Die Mission der heutigen Folge ist aufgegangen. Wir haben viel zu viel dafür gegeben. Dafür, also wirklich, das ist... Bruder, nie wieder machen wir einen Kampf gegen irgendeinen Wither. Wir werden sie nur noch irgendwo festbacken und dann töten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns in 3 Tagen um 17 Uhr wieder. PC funktioniert wieder, alles ist gut. Bis dann und ciao, meine Freunde.